Ich kenne ihn nicht. In dem Fitnessstudio trainieren einfach hunderte Mitglieder. Sie kennt ihn nicht, sitzt aber am selben Tisch. Ja, aber ich unterhalte mich ja nicht mit ihm, aber wie gesagt... Schon klar, Sie beide sitzen zufällig hier am selben Tisch auf diesem Fest, ne? Ganz ehrlich, ich kenne den noch nicht. Wenn ich ins Fitnessstudio bin, ich habe immer voll den Tunnelblick drauf. Ich trainiere und höre Musik dabei. Ich habe ihn nie gesehen. Also jedenfalls kann sich jetzt jeder von uns seinen eigenen Reim darauf machen. Herr Friedberg, ich habe da noch eine andere Frage an Sie. Ist es zutreffend, dass Sie vor einiger Zeit von Ihrer Frau verlassen wurden, weil die mit einem anderen Mann durchgebrannt ist? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Beantworten Sie doch bitte gerade mal die Frage. Also, ja, das stimmt. Das stimmt also. Dann sind Sie ja wahrscheinlich im Moment nicht besonders gut, auf Frauen zu sprechen. Kann es vielleicht sein, dass Sie deshalb, wegen der Bekanntschaft aus dem Fitnessstudio einerseits und aus Solidarität gegenüber dem Herrn Hasselt andererseits, hier meine Mandantin ebenfalls als Vamp beschreiben? Wie bitte? Schauen Sie mal, ich habe ein Foto Ihrer Ex-Frau mir angeschaut, aus dem Internet, von Ihrer Grafikagentur. Und wissen Sie, was mir dabei aufgefallen ist? Sie sieht meiner Mandantin sehr, sehr ähnlich. Kann es vielleicht sein, dass Sie meine Mandantin stellvertretend für Ihre Frau bestrafen wollen? Das ist eine Unverschämtheit. Als Polizeibeamter, da kann ich Beruf und Privatleben trennen. Ich habe einfach nur berichtet, was ich an diesem Abend vorgefunden habe, wie die Situation war. Diese Frau ist einfach nur krass, eiskalt. Und mich würde nicht wundern, wenn Herr Hasselt nicht das erste Opfer von ihr gewesen wäre. Nein, ich kann da nicht rein. Ich mache mir so doch alles kaputt. Wenn ich gegen meine Chefin aussage, dann werde ich doch garantiert entlassen. Ach was, die behält doch sicher auch nicht ihren Job, wenn das rauskommt. Ja, trotzdem, ich fühle mich einfach nicht wohl dabei. Ja, das kann ich ja verstehen, aber du musst reden, sonst macht sie es vielleicht nochmal. Ja, aber wer bitte soll mir das glauben? Wer soll mir schon glauben, dass mich eine ältere Frau vergewaltigt hat? Die lachen mich doch aus. Hey, niemand lacht dich aus. Jetzt stell dir doch mal vor, du wärst eine Frau und deine Chefin ein Kerl. Dann wäre das doch gar keine Frage, dass es angezeigt wird und alle wären auf deiner Seite. Ja, aber ich bin nun mal ein Kerl und das ist alles nicht so einfach, Katja. Trotzdem, du musst sagen, was passiert ist. Die Verrückte muss bestraft werden. Nina, rest mal bitte. Danke, Nina, den kann ich jetzt echt gebrauchen. Das hier dauert so viel länger, als ich gedacht hätte. Hätten Sie auch einen gewollt? Danke, ich fühle mich wach genug, der Verhandlung auch so zu folgen. Stellen Sie ihn mal beiseite. Hier wird weder gegessen noch Kaffee getrunken. Das ist ja kein Kaffeeklatsch, das ist eine Gerichtsverhandlung. Tut mir leid, aber ich konnte ja nicht an, dass wir hier stundenlang über die pubertären Fantasien von Mike reden müssen. Wir reden über Vergewaltigung und Freiheitsberaubung. Was davon Fantasie oder Fakt ist, das versuchen wir gerade zu klären, ja? Und da ist eben keine Zeit für ein Kaffeekränzchen. Jetzt lassen Sie uns einfach mal anfangen, ja? Und wenn Sie dauernd mit irgendwelchen Speränzchen hier kommen und dazwischenrufen, dann dauert's halt mal länger, ja? Müssen Sie sich selber zuschalten. So, jetzt aber zu Ihnen. Sie sollen als Zeugin aussagen, wenn Sie was Falsches sagen, dann würden Sie sich strafbar machen. Vorsorglich 55 StPO, Sie müssen auch Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja. Sie heißen Nina Rössmann, 25 Jahre alt, Sie wohnen in Köln, Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich bin die persönliche Assistentin von Frau Schönhausen. Mhm. Verwandt verschwägert sind Sie nicht? Nee, wie gesagt, sie ist meine Chefin, wir sind nicht verwandt. Jetzt wird Ihrer Chefin ja vorgeworfen, dass Sie am Abend des 5. September den Mike Hasselt vergewaltigt haben soll, Ihren damaligen Liebhaber. Das ist absolut absurd. Jetzt haben Sie bei der Polizei schon angegeben, dass die Angeklagte Sie angerufen hat, nachdem da die Polizei im Haus war. Ja, das ist absolut abstrus, dass meine durch und durch professionelle Chefin diesen Knilch da für irgendwelche Sexkarpaden benutzt haben soll. Sie ist eine klasse Frau. Ja, aber auch mir ist so angekommen, dass Ihre Chefin im Büro zumindest sehr dominant sein kann, richtig? Naja, das hat ja mal so eine Chefin so an sich. Ich meine, sie ist immer fair und zu loyalen Mitarbeitern ist sie auch, die belohnt sie auch. Also ganz ehrlich, ich habe ihr nichts vorzuwerfen. Von Ihren Kollegen habe ich da aber was ganz anderes gehört. Zum Beispiel, dass Frau Schönhausen über lange Meetings liebt, insbesondere Freitagabend. Und dass sie ihre Mitarbeiter erst dann gehen lässt, wenn es ihr passt. Sie liebt es doch, hier die Chefin raushängen zu lassen und zu zeigen, dass sie die Zügel in der Hand hat und ihre Macht ausspielen kann. Naja, in der Musikbranche, ja, da arbeitet man schließlich am Puls der Zeit. Ich meine, das kann schon mal sein, dass irgendwelche tagesaktuellen Probleme sofort gelöst werden müssen. Dann sind halt die Meetings ein bisschen länger. Aber, also, das ist in der Medienbranche so, dass man da nicht pünktlich Feierabend machen kann. Ich meine, davon haben Sie halt keine Ahnung. Ja, und wer nicht spürt, der wird umgehend entlassen und ersetzt. Nein, dieser Job ist einfach nicht für jeden etwas. Ich meine, das ist in
Ihrer Branche ja auch manchmal so. Worauf wollen Sie denn eigentlich hinaus? Ich meine, ich bin an der Spitze des Unternehmens. Ich kann nicht everybody's darling sein. Ja, und außerdem das Verhalten meiner Mandantin auf der Arbeit sagt doch gar nichts über ihr privates Zuhause aus. Eben. Oder wollen Sie mir weismachen, dass Sie zu Hause bei Ihrer Familie auch die harte Frau raushängen lassen? Um mich geht es hier heute nicht. Spannende Frage, aber ums Privatleben der Frau Staatsanwältin geht es wirklich nicht hier. Eben. Naja, aber es spielt eine Rolle, dass meine Chefin hier niemanden vergewaltigt hat. Ich meine, gucken Sie sich doch diese Frau mal an. Die muss doch nicht irgendjemanden hier für Spielchen überreden oder gar zum Sex zwingen. Haben Sie eine Ahnung? Aber ganz im Ernst, genau so war es. Dann kennen Sie Ihre Chefin nicht richtig. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Du kannst überhaupt nicht damit umgehen, dass eine Frau im Job Erfolg hat und wahrscheinlich auch das Zehnfache von dir verdient. Das heißt, es ist doch alles auf deinem Mist gewachsen, nur dass du dich besser fühlst. Mhm. Wieso duzen Sie ihn eigentlich? Kennen Sie ihn persönlich? Nein. Ja, dann lassen Sie mal ihn hier persönlich zu provozieren, ja? Waren Sie denn eigentlich immer so über die Männerbekanntschaften Ihrer Chefin im Bilde? Ja, also nicht direkt. Ich meine, das ist ja auch ihre eigene Sache, was sie da macht. Ja, eben. Das ist doch privat, oder? Das mag ja grundsätzlich sein, aber ich möchte mir hier auch ein Bild machen über das Verhältnis zwischen Ihnen beiden, ja? Und nur wenn ich da ein bisschen mehr darüber weiß, kann ich am Ende auch beurteilen, wer inwieweit glaubwürdig ist. Also bitte. Also meine Chefin ist da immer sehr diskret. Ich meine, ich weiß halt, dass sie bei Männern gut ankommt. Sie ist immer sehr diskret. Und obwohl sie so diskret ist, hat sie an dem Abend, kaum dass die Polizei und der Liebhaber aus dem Haus waren, bei ihnen angerufen und ihnen alles erzählt. Naja, mich hat's auch gewundert. Aber die war voll fertig mit den Nerven und hat sie halt angerufen und gemeint, hey, du weißt nicht, was gerade bei mir zu Hause passiert ist. Ich meine, ich bin die Einzige, die sie duzt. War ja klar, dass sie dann mich anruft. Das heißt also, Ihre Chefin war von den Vorwürfen völlig überrascht? Mehr noch, sie war total entrüstet von diesen Vorwürfen. Ich meine, von den Vorwürfen, dass sie ihn ans Bett gefesselt haben soll und uns zum Sex gezwungen haben. Mal ganz ehrlich, ja, da wäre ich auch fassungslos. Das grenzt ja geradezu an Rufmord. Das hat sie sich selber eingebrockt. Ich habe nichts dazu erfunden. Also auf mich hat sie den Eindruck gemacht, als ob ihr diese Vorwürfe sehr nahe gehen. Also die Angeklagte ist es doch gewohnt, überzeugend ihnen gegenüber aufzutreten. Schließlich ist es ihre Chefin. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das alles hier nur erlogen ist. Sie hat sie garantiert nur aus taktischen Gründen angerufen, damit sie für den Fall der Fälle ja, etwas in diesem Sinne sagen. Genauso, wie sie es jetzt hier gerade tun. Nein, ich arbeite seit 3 Jahren für meine Chefin. Also sowas würde bei mir gar nicht durchkommen. Ich kenne ihre Marotten. Ich weiß, wie sie morgens ihren Kaffee möchte, bis hin zum Abend nach dem Feierabend, dass sie da ihr Taxi schon dastehen haben möchte. Und ich weiß auch, dass ihr der Kaffee besonders wichtig ist. Danke, Nina, das wär's dann. Du, wenn du gleich im Büro bist, dann bitte, die GEMA nervt schon wieder. Kannst du da bitte anrufen und das klären? Mhm, danke dir. Bin ich ja fertig? Würden Sie es vielleicht mir überlassen, hier zu entscheiden, wann eine Zeugin fertig ist, ja? Und Ihren geschäftlichen Kram, den können Sie später regeln, ja? Entschuldigung. Es ist nur, ich bin halt bei der Nina so in der Rolle der Chefin drin, wissen Sie? Also dieses Herumkokettieren, das können Sie sich sparen. Sie haben doch hier auch schon die ganze Zeit gezeigt, dass Sie wahnsinnig gerne die Chefin spielen und gerne die Zügel in der Hand halten. Kann ich jetzt gehen? Ich meine, ich habe noch einige Arbeit zu tun, wie Sie bestimmt wissen. Und ich habe zu dem Ganzen ja eh nichts mehr zu sagen. Ich habe aber noch Fragen an Sie, dann haben Sie vielleicht doch noch was zu sagen. Hat denn Ihre Chefin nach diesem Abend mit Ihnen noch mal über den ganzen Vorfall gesprochen? Nein, aber das habe ich doch auch schon 10-mal gesagt. Aber damals, als sie mich angerufen hat, hat es wirklich, wirklich überzeugend geklungen. Also, wenn jemand meine Mandantin sehr gut kennt, dann doch wohl ihre persönliche Assistentin. Sie hätte doch gemerkt, wenn irgendwas im Busch ist. Ja, vielleicht schützt sie ihre Chefin aber auch einfach nur. Ja, und kriegt mehr Kohle dafür wahrscheinlich auch noch. Ja, ja, oder vielleicht hat sie einfach nur Angst um ihren Job. Entschuldigung, dürfte ich kurz auf die Toilette gehen? Vielleicht sollten Sie weniger Kaffee trinken. Hm? Bitte, es ist dringend. Ich bin auch ganz schnell. Naja, wenn es wirklich dringend ist, kann ich ja nicht beurteilen. Unterbrechen wir mal kurz. Gibt es jetzt noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Keine. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt, dürfen hinten Platz nehmen. Dann unterbrechen wir die Verhaftungsverhandlung mal für 5 Minuten. Ja, Sie können gern alle sitzen bleiben. Es wird ja gleich weiter. Jetzt hab doch mal ein bisschen Arsch in der Hose und sag gegen die blöde Schnalle aus. Mir ist meine Ausbildung mal voll wichtig. Was, wenn mir gekündigt wird? Ich habe keinen Bock, schon wieder 100 Bewerbungen schreiben zu müssen. Nur ein Wort von mir, Freundchen, und ich reiß dir so einen Arsch auf, dass ein LKW drin landen kann. Von Ihnen lassen wir uns nicht einschüchtern. Mit dir habe ich überhaupt nicht geredet, okay? Ist das Mäuschen hier deine Freundin, oder was? Sie eingebildete Schlampe, für wen halten Sie sich eigentlich? Jetzt pass mal auf. Ich kenne in der Musikbranche so ziemlich jeden. Und wenn du ein einziges Sterbenswörtchen über unsere Sache verlierst, dann werde ich dafür sorgen, dass du nie wieder einen Job bekommst. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Aha. Das ist ja sehr interessant.
Und ich gehe mal davon aus, das wird den Herrn Vorsitzenden auch sehr interessieren. Ich erkläre Ihnen die vorläufige Festnahme, Frau Schönhausen. Herr Seelhoff, nehmen Sie die Frau. Selbstverständlich. Und eins garantiere ich Ihnen. Da drin im Gerichtssaal, der erste Antrag, den ich stellen werde, ist der, einen Haftbefehl gegen Sie zu erlassen. Die Hauptverhandlung gegen Constanze Schönhausen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Freiheitsberaubung wird hiermit fortgesetzt. Herr Vorsitzender, ich bin gerade eben draußen vor dem Saal Zeugin eines ausgesprochen interessanten Gesprächs geworden. Und im Zuge dessen hat die Angeklagte eindeutig versucht, einen jungen Mann einzuschüchtern, der hier in der Sache aussagen wollte. Aha. Und ist der noch draußen, der junge Mann? Ja, ja, ich habe ihn gebeten zu warten. Aber als erstes möchte ich bitte einen Antrag stellen, einen Haftbefehl gegen Frau Schönhausen wegen Verdunkelungsgefahr zu erlassen. Gut, das nehmen wir jetzt einfach mal so zu Protokoll. Aber bevor ich darüber entscheide, würde ich nämlich gerne den jungen Mann hören. Wie heißt denn der? Leon Mück. Leon Mück, bitteschön. Guten Tag, Sie sind Herr Mück? Hallo, das ist meine Freundin Katja. Darf die mit reinkommen? Hat die denn das mitbekommen, was da draußen gerade stattgefunden haben soll? Ja. Ja, dann kann sie nicht einfach nur da bleiben. Dann kommt sie ja auch als Zeugin bedacht. Wissen Sie was, dann machen wir das sowieso andersrum. Herr Mück, dann gehen Sie noch mal nach draußen und dann bleiben Sie doch direkt mal da. Ja? Okay. Kommen Sie mal nach vorn, dann vernehme ich nämlich Sie jetzt als Erste gleich zu dem, was da passiert sein soll. Ja, setze ich doch einfach mal in die Mitte hier. Also Sie sollen jetzt hier als Zeugin aussagen. Ich belese, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Können Sie mir bitte mal Ihren Namen, Alter und Ihren Wohnort und Beruf sagen? Also ich heiße Katja Disch, bin 19 Jahre alt, wohne in Düsseldorf und bin Schülerin. Und ledig? Ja. Verwandt, verschwägert mit der Dame, die hier sitzt, mit der Angeklagten? Nein. Ja, dann erzählen Sie mal, was da draußen gerade eben los war. Also sie ist gerade auf meinen Freund losgegangen und hat ihn eiskalt bedroht. Sie hat gesagt, noch ein Wort von dir da drin und ich reiß dir den Arsch auf. Und dann noch, wenn du irgendetwas über unsere Sache erwähnst, bekommst du nie wieder einen Job. Das muss man sich mal vorstellen. Mitten im Gericht lässt die sowas ab. Gut, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Herzlichen Dank. Dann dürfen Sie den Platz nehmen, dann können Sie auch auf der Zeugenbank Platz nehmen, müssen nicht ins Publikum. Und dann hören wir Ihren Freund dazu. Leon Mück, bitte. Zeugen bleibt unvereidigt. Herr Mück, guten Tag jetzt noch mal. Haben Sie vielleicht einen Personalausweis dabei? Ja. Dann machen wir das doch einfacher. Hier. Dankeschön. Ja, Sie können sich in die Mitte setzen, Dankeschön. Also, Ihr Name ist Leon Mück, Sie sind 20 Jahre alt und Sie wohnen in Düsseldorf. Ich nehme an, Sie sind auch nicht verheiratet, oder? Ja. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Auszubildender zum Medienkaufmann. Mit der Angeklagten, der Frau Schönhausen, sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein, aber sie ist meine Chefin. Ach so. Die Frau Staatsanwältin hat gerade eben was von einem interessanten Gespräch da draußen erzählt. Ja? Was war denn da los? Ich bin heute mit meiner Freundin hergekommen, weil ich gehört habe, was der Angeklagten vorgeworfen wird. Das heißt, Sie wissen über das, was der Frau Schönhausen vorgeworfen wird, Bescheid? Ja, und... Jetzt sag doch endlich, was war. Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen jungen Mann rangemacht hat, ohne dass er das wollte. Das ist doch die absolute Höhe. Überleg dir ganz genau, was du hier sagst. Wenn du meinen Ruf zerstören willst, bist du in die Falsche geraten. Hast du mich verstanden? Ich hoffe, wir haben das wörtlich im Protokoll. Was fällt Ihnen überhaupt ein, ja? Hier den Zeugen so zu beeinflussen. Jetzt spätestens ist der Zeitpunkt da, über einen Haftbefehlsantrag zu entscheiden. Es ergeht folgender Beschluss gegen die Angeklagte Constanze Schönhausen. Wird hiermit die Untersuchungshaft wegen des Haftgrunds der Verdunkelungsgefahr angeordnet. § 112 Absatz 2 Ziffer 3 StPO. Tatvorwurf in der Anklage. Ja? Was haben Sie jetzt denn genau damit gemeint, dass es nicht das erste Mal war, dass dem jungen Mann gegen seinen Willen an die Wäsche ist? Also ich mache in der Firma ja gerade meine Ausbildung und damals war ich auch total froh, dass ich die Stelle bekommen habe. Ich hatte mindestens 100 Bewerbungen geschickt. Ja gut, und haben Sie dann während Ihrer Ausbildung auch viel mit der Chefin selbst zu tun, mit Frau Schönhausen? Ja, schon. Also sie hat mich auch gleich am Anfang total mit Arbeit überladen und ich musste abends länger bleiben. Also das war ja auch gar kein Problem für mich. Ich war ja so dankbar, dass ich die Stelle endlich hatte. Die du ja bestimmt auch behalten willst, oder? Wollen Sie können jetzt nochmals drohen? Ich kann Sie auch aus dem Sitzungssaal rauswerfen lassen. Nein, will ich gar nicht, aber ich kann mir das nicht bieten lassen hier. Sie müssen sich das jetzt erstmal bieten lassen. Ich frage den Zeugen, danach können Sie ihn fragen. Aber ansonsten haben Sie Sendepause. Und wenn das nicht geht, dann finden Sie sich in der Zelle im Keller wieder. So einfach ist das. Ich frage es jetzt mal ganz direkt. Ist da was zwischen Ihnen und der Frau Schönhausen vorgefallen? Naja, also ich habe ja schon vorher gesehen, dass sie sich öfter mal an die Kerle ranmacht und die anbaggert.
Also, das eine Mal, da war ich im Kopierraum und ich habe zufälligerweise gehört, wie sie im Flur einem Sänger ein eindeutiges Angebot gemacht hat. Sie hat ihm gesagt, dass er einen Plattenvertrag bekommt, naja, wenn er mit ihr in die Kiste steigt. Und das, obwohl der Sänger eigentlich eine Freundin hatte. War der auch so jung wie wir? Ja. Ja, und was war zwischen ihnen? Erzähl, was damals abends in ihrem Büro passiert ist. Also, an einem Abend hat sie mich spät in ihr Büro gerufen und hat hinter mir die Tür abgeschlossen. Und dann hat sie mir gesagt, dass ich mich auf die Ledercouch setzen soll. Und sie hat sich zu mir gesetzt und hat angefangen, an mir herumzugraben. Und Sie? Haben sich gewehrt, oder? Ja, natürlich, ich wollte weg, aber sie hat mich festgehalten. Sie hat mich an sich gedrückt und hat gesagt, dass ich den Raum nicht verlasse, bis ich mit ihr ins Bett gehe. Und dass sie mir den Job kündigen würde. Und ich wollte die Stelle halt unbedingt behalten. Und dann habe ich halt getan, was sie von mir verlangt hat. Und was war das? Ich habe mit ihr geschlafen. Es war also nicht das erste Mal, dass sie einen jungen Mann bedrängt haben, mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben und ihm mit Konsequenzen gedroht haben, wenn er nicht spurt. Das ist alles gelogen. Kein einziges Wort davon. Das ist vielleicht ein bisschen dein Traum. Also, das sehe ich genauso. Wenn das wirklich alles so gewesen ist, wie Sie das gerade geschildert haben, warum haben Sie dann eigentlich die Frau Schönhausen nicht angezeigt? Ja, weil ich Schiss hatte. Ich meine, wer hätte mir denn schon bitte geglaubt? Ich bin voll die kleine Nummer in der Firma und ich habe mich geschämt vor meinen Kollegen. Sie hat doch ein ganzes Heer von Anwälten und ich hätte doch gar keine Chance gehabt. Ich kann mir gar keinen Anwalt leisten. Jetzt tun Sie doch irgendwas. Tut mir leid, dass ich wieder dazwischen rede, aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so karrierefixiert bist. Karrierefixiert? Ja, du springst jetzt auf den Zug auf, um mir hier ins Auszuwischen. Warum sollte Herr Mück das tun? Die Musikbranche ist ein Haifischbecken. Ganz ehrlich, der Leiter der Geschäftsstelle, wo ich ihn hinversetzt habe, ist schon seit Jahren scharf auf meinen Job. Der hat ihn garantiert angestiftet, dass der hier so Müll aussagt, damit ich jetzt abgesägt werde und er meinen Job haben kann. Was hat er denn geboten? Mehr Geld? Eine Beförderung? Nichts. Ich sag doch nur, was damals passiert ist. Ja, und da frage ich Sie jetzt nochmal konkret, stimmt das, was der Zeuge hier sagt? Oder kein einziges Wort davon, das war. Jetzt gib's doch einfach zu. Du denkst, du wärst so tough und souverän, weißt du, bist eine ganz arme Wurst, dass du nicht mal zugeben kannst, dass du mit uns deine kranken Machtspielchen machst. Nach der Aussage dieses Zeugen bin ich noch mehr von Ihrer Schuld überzeugt als vorher. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie Herrn Hassel vergewaltigt haben. Ich gebe gar nichts zu, weil ich nichts getan habe. Das ist das Letzte, was Sie jetzt hier von mir hören werden. Noch weitere Fragen an den Zeugen? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt, genauso wie der Hassel unvereidigt bleibt, wenn keine Fragen mehr sind. Sie dürfen den Platz nehmen. Dankeschön. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen, weitere Anträge? Keine, danke. Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, die Angeklagte hat mit Sicherheit so ihre Qualifikationen und es ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man in der Musikbranche Fuß fassen will, ihre Bekanntschaft zu haben. Aber ihr Sexualleben, das hat sie überhaupt nicht im Griff. Und egal, ob sie jetzt als Chefdomina ihre jungen Mitarbeiter zum Frühstück vernascht oder aber sich gegenüber Polizeibeamten als laszive Luxusfrau gibt oder Gärtnern als, wie der Bayern sagen würde, gmarte Wiesen zur Verfügung stellt. Sie bleibt die ganze Zeit nur eins, eine Verbrecherin, die vor Vergewaltigung und Freiheitsberaubung nicht zurückschreckt. Ich beantrage daher, die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin. Leon Mücks Behauptungen, die haben den Tatvorwurf gegen meine Mandantin alles andere als erhärtet. Es ist schon seltsam, dass er erst jetzt damit kommt. Und es ist schon seltsam, warum er meine Mandantin nicht schon früher angezeigt hat. Und was haben wir ansonsten, was die Anklage anbelangt, an belastbaren Beweisen? Keine. Hier steht einerseits die Aussage meiner Mandantin, die vielleicht hier in der Verhandlung nicht den besten Eindruck gemacht haben mag, aber die sich nicht vorwerfen lassen muss, dass sie einfach eine taffe Geschäftsfrau ist, die weiß, was sie will. Und auf der anderen Seite haben wir da die Beschuldigungen von Mike Hasselt, die sich sehr, sehr gut mit womöglich enttäuschter Liebe und mit Hass auf meine Mandantin erklären lassen. Im Zweifel für die Angeklagte beantrage ich deshalb Freispruch. Danke, Herr Verteidiger. Frau Schönhausen, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Eins noch. Ich vertraue auf Ihre Menschenkenntnis. Und Sie können bestimmt auch gut mit Frauen. Und ganz sicher durchschauen Sie diese kleinen Jungs. Ich vertraue voll und ganz auf Ihr Urteilsvermögen. Dankeschön. Dann ziehe ich mich mit den Chefen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Konstanze Schönhausen ist schuldig der Vergewaltigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, § 177 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3, Absatz 2 Nummer 1, 239 Absatz 1 und 52 Strafgesetzbuch. Es wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Sie können sich sehr wohl auf meine Menschenkenntnis und mein Urteilsvermögen verlassen. Deswegen sind wir uns auch sicher,
dass das nicht das Märchen eines enttäuschten Liebhabers war, was uns der Haselt erzählt hat, sondern schlicht die Wahrheit. Da passt doch dazu, dass der Polizeibeamte Friedberg uns schildert, dass sie ihn auch an demselbigen Abend noch angemacht haben und dass sie, ganz wichtiges Detail, die Kleidung des Herrn Haselt aus dem Schrank geholt haben. Das heißt doch, sie wussten, wo die Kleidung ist, also haben sie die Kleidung da auch versteckt. Wieso, wenn die Story nicht stimmt? Dazu passt auch wiederum zu dieser Wahrheit, dass sie auch den Herrn Mück angemacht haben und dass sie ihn gezwungen haben, mit ihnen zu schlafen. Der wollte heute eigentlich nicht unbedingt aussagen, den hat seine Freundin erst mal drängen müssen. Und dazu passt auch, dass sie dem Herrn Mück auch noch gedroht haben, draußen auf dem Flur und dann nochmal hier im Sitzungssaal. Und ganz wichtig, wieder ein Detail, nämlich das, was die Frau Disch gehört hat, die Formulierung. Wenn du unsere Sache erwähnst, unsere Sache erwähnen, nicht wenn du Lügengeschichten erzählst, wenn du unsere Sache erwähnst, das heißt, das ist wahr, was er erzählt hat. Und wieso sollten sie ihm überhaupt drohen, wenn das alles nicht der Wahrheit entspricht? Dass sie dagegen ihre Assistentin, der Frau Ressmann, etwas anders erzählt haben, naja, sie waren angeblich immer diskret und prompt an dem Abend rufen sie sie an und erzählen ihr das Ganze. Warum? Weil sie sie instrumentalisieren wollten. Wir sind überzeugt, es war so. 3 Jahre Freiheitsstrafe mag dem einen oder anderen vielleicht viel erscheinen nach dem Motto, naja, so schlimm ist es ja nicht, wenn man sowas passiert. Aber wenn wir es mit der Gleichberechtigung ernst nehmen, dann muss man, auch wenn sicher die physischen Folgen für den Mann nicht so gravierend sind, zumindest die sexuelle Selbstbestimmung eines Mannes genauso hoch schätzen wie die einer Frau. Und deswegen halten wir die 3 Jahre für Tat und Schuld angemessen. Mindeststrafe nach dem Gesetz wären schon 2 Jahre. Aber dazu hätte es einiges an Einsicht hier gebraucht, Ihrer Seite. Und das haben wir gar nicht hier heraushören können. Es wird noch was dazukommen, nämlich die Nötigung bezüglich des Herrn Mück. Ich glaube, dass es da keine Vergewaltigung ist, weil weder Gewalt angewendet wurde, noch mit Leib und Leben gedroht. Aber immerhin auch eine Nötigung. Ja, und das war es noch nicht. Es geht folgender Beschluss. Der Haftbefehl des heutigen Tages bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Sie haben gedroht und Sie haben das hier nochmals gemacht, sogar nachdem wir einen Haftbefehl erlassen haben. Ich bin überzeugt, wenn wir Sie hier rauslassen würden, Sie würden sofort wieder zu drohen beginnen, um die Menschen zu manipulieren. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ja. Und damit ist eigentlich der Beweis erbracht, dass der Begriff das schwächere Geschlecht in unserer Zeit überhaupt nichts mehr verloren hat. Ich bin sogar überzeugt davon, dass das schwächere Geschlecht das stärkere Geschlecht ist, wegen der Schwäche des stärkeren Geschlechts für das schwächere Geschlecht. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Constanze Schönhausen wurde in einem weiteren Verfahren wegen Nötigung unter Einbeziehung der heutigen Strafe zu einer nachträglichen Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten verurteilt.